So, und Ruhe ist. In der letzten Folge bin ich ja hier in den Nether angekommen und wurde direkt hier von der Lava überflutet. Das war natürlich sehr lästig. Aus diesem Grunde sollte man natürlich auch immer die Erde dabei haben. Irgendwie ein billiges Material, was man dann schnell da so reinfüllen kann. Jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, mich hier umzusehen. Hier ist ja Gott sei Dank irgendwie ein Gang. Nehmen wir auch mal hier ein bisschen. Da muss man. Wie war das noch? Muss man mit einer Hacke zerschlagen, sonst kann man das nicht gebrauchen, das Netherrack-Zeug. So. Gucke ich auch mal hier, ob ich noch. Ich verwende jetzt mal nicht immer meine Werkzeuge für solche billigen Arbeiten, um das mal ein bisschen zu schonen. Ich weiß ja nicht, ob ich es vielleicht nochmal brauche. Jetzt kann ich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen begradigen alles. So. Hier noch was rein. Gut, dann würde ich sagen, merken, hier über uns scheint auch Lava zu sein, ne? Vielleicht ist da sogar ein See. Ach, hier ist schon Sackgasse. Das ist aber jetzt nicht so schön. Gut. Oder nicht gut. Hier geht's zurück nach Hause. Das war natürlich strange, ne? Sollte ich vielleicht mal aufbuddeln, dass ich da in beide Richtungen rauskomme. Ja, ist auch schönes Material. Netherrack kann man auch Wege mitmachen zum Beispiel oder so Feuerstellen, wie man hier so sieht. Machen wir das aber erstmal aus, das Feuer, ne? Sonst habe ich ein Problem. Ich hoffe mal, das kommt hier, geht hier mal irgendwie weiter, dass ich hier auch rauskomme. Sieht aber nicht so aus. Ach ja, das ist natürlich jetzt wirklich ein großes Drama. Oh ja, jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wo ich hinbuddeln soll. Am besten, ja, am besten nach oben, ne? Da hinten buddeln wir nicht, da war ja Lava. Vielleicht ist dann Lavasee drüber, das ist nicht so gut. Weiß ich natürlich nicht, aber. Komm, was ist denn hier jetzt zum Beispiel? Zack. Ich höre auch schon die Typen. Und das ist kein schlechtes Zeichen, dann ist hier bestimmt. Oh ja. Einfach mal ein bisschen weiter graben. Bisschen höher, bisschen weiter, bisschen schneller. Ich lausche jetzt natürlich auch, wo die so sind, ne? Leute, wo seid ihr? Lasst mich hier raus. Ich will mal sehen, wo ich bin. Soll ich mal um die Ecke gehen hier so? Vielleicht mal was anderes, ne? Das ist immer in die gleiche Richtung. Mache ich hier mal so einen kleinen Cut. So zacki. Dann geht's dann da weiter. Da ist was. Hurra! Oh, eine große Halle. Das ist gut. Aber jetzt vorsichtig. Da hängt schon ganz viel Glowstone. Ich habe den in meinem Texture Pack mache ich den mal nicht immer so gelb, sondern mal ein bisschen anderes Konzept, wie mit vielen anderen Dingen auch. Eher modern, sieht aus wie eine moderne Beleuchtung. So. Okay. Das ist jetzt eine größere Halle. Da oben scheint es weiterzugehen. Und hier unten. Oh. Hammer. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wobei, ich suche natürlich dringend so ein
eine Ruine, eine Stronghold, ein Netherburg-Teil, um dort an wichtige Sachen zu kommen. Hier könnte man sich einen Gang durchgraben bis nach da hinten. Mal vorsichtig vor den. Bisher habe ich noch keine gesehen, ne? Feuerquallen. Ja, hallo. Ja, die tun mir ja nichts. Das sind ja Zombie Big Man. Die tun einem erst was, wenn man die schlägt. Wenn die selber angreift. Und dann kommen auch alle. Das mache ich also nicht. Hab das auch schon ausprobiert. Man hat dann echt keinen Spaß. Also, die merken sich das auch sehr lange. Oh, gehen wir mal hier lang. Ich höre die ganzen Feuerquallen. Höre ich schon irgendwie. Aber wo sind sie denn? Mal hier lang laufen. Nee. Und dann mache ich hier auch mal eine Fackel hin. So. Um jetzt zu merken, wo es denn lang geht, ne? Kann man auch mit der Schaufel? Nee, kann man nicht. Klack, klack. Hier kommt man schon mal schön an Glowstone ran. Das finde ich aber klasse. Das finde ich aber klasse. So, jetzt bin ich aber hier in einem, wieder in einem abgeschlossenen Raum. Das ist gar nicht gut. Wo gehen wir denn hier lang? Geht's denn hier wird weiter? Ja, hier, das ist da, wo habe ich schon gestanden? Ja gut, hier müsste ich eigentlich da so runter. Ja gut, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Wenigstens bin ich an meinem Portal relativ sicher. Muss ich mir nicht extra irgendwas bauen mit Koppelstein und so. Dafür lohnt sich das natürlich auch immer. Der Rest, wer runterfällt, da komme ich doch eh da unten lang. Ja gut, dann brauche ich doch hier auch gar nicht so ein großes Theater machen. Mach ich das einfach mit Kletterei und aufsammeln und so. Ist ja alles Blödsinn. Hole ich mir jetzt alles gleich. Komm, da komme ich ran. Komm, da komme ich ran. Jawohl, da komme ich ran. Das ist ja wirklich mal was. So, aufsammeln. Und dann nach unten. Ja, das Schwert brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Hier gibt es ja auch keine Creeper oder sowas. Andere Viecher, aber die gibt es, glaube ich, nur in diesen Burgen. Von daher ist alles kein Drama. Ey, super, schon so richtig schön viel Glowstone. Ja, was ist denn mit dir? Was ist denn? Was willst du denn? Wo ging es denn weiter? Wo kam ich denn überhaupt hoch? Oh, 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 da ist eine Feuerqualle. Ja, sicher, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Moment mal, wo kam ich denn her? Moment, da unten, da muss ich irgendwo hergekommen sein. Hier. Ah, ihr dürft ruhig oben bleiben. So toll finde ich euch nicht. So. Okay, jetzt könnte ich hier mal vielleicht mal ein bisschen aufschlagen. Ah, toll. Auch nicht so richtig viel Werkzeug dabei. Mach hier mal ein bisschen komfortabler, ne? Damit man hier mal ein bisschen besser so sich bewegen kann. Schön aufschlagen alles. Alles, was geht. Mal eben orientieren. Vielleicht komme ich doch bei der anderen Seite noch raus. Aber ohne dieses Werkzeug ist das einfach blöd. Ich habe zu wenig Hacken mitgenommen. So. Okay. Komm, den auch nochmal eben wegschlagen hier. Dann haben wir hier eine schöne Fläche. Da kann man immer gut durchstarten dann. Gut, dann habe ich ja auch noch Stufen dabei. Die kann ich auch direkt alle hier einbauen. Weil das viel komfortabler ist als, ja, da kommt mich schon einer besuchen. Oh Mann, Fackelchen hinstellen. So. Na du, was machst du denn hier? Was willst du denn von mir? Komm, geh mal ab da. Schieß im Weg rum.
So. Oder? So direkt. Moment. Muss ja alles hier funktionieren, sonst ist das ja nichts. Ist ja das mich schon alles Käse jetzt hier. Da komme ich gar nicht so richtig vernünftig. Lass mal die Stufen mal hier angleichen. Erstmal mache ich nur eine Reihe rein. So, jetzt ist das nämlich besser. Abgesehen davon, dass ich mir jetzt hier den Kopf stoße. Das ist ja wohl ein Ding. So, ha! Ja. Ja, du bist auch da, ne? Jetzt darf ich nicht den aus Versehen da prügeln. Dann sagt er, hey, du machst du das nochmal dann. Okay, hier noch ein paar Treppen hin. Und dann holen wir Werkzeug von zu Hause, ne? Ja, nun regt euch mal nicht auf. Pass auf, fällt's gleich da runter. Komm, ich baue dir ja auch eine Stufe hin, siehst du? Dann hast du es gemütlich. Ich bin doch nett zu euch. Damit ihr mich nicht tötet. Okay, weiter. Dann hier noch lang. Ja, da weiß ich, vielleicht buddel ich auch mal die andere Seite durch. Hier geht's wieder so nach unten. Das ist nicht so gut, oder? Erstmal hier dann so hoch. Oh, nee, da ist ja hier die Lava gewesen. Ah, komm, lass ich das erstmal. Wir haben ja einen Ausgang. Ist erstmal okay. So. Komme ich bestimmt mitten in der Nacht zu Hause an. Ja. Hey. Da bin ich wieder. Gut, ich brauche viel mehr Hacken. Das hat sonst überhaupt keinen Sinn. Aber ich lasse auch das ganze kostbare Glowstone natürlich schon hier. Und dann haben wir auch schon Netherrack gesammelt. Wie verrückt. Die Kisten können wir uns unten hinstellen. Komm, nehmen wir uns auch mal Holz mit. Steine haben wir dabei. Nehmen uns mal Holz mit, sagte ich. Ja, nicht so ganz so viel. Obwohl, ist doch egal. Wir haben doch genug Holz. Meine Güte nochmal. So, dann können wir dann hier noch ein paar. Da unten auch nochmal was herstellen. Eine Werkbank bauen wir uns auch noch. Haben wir noch eine Werkbank irgendwo? Nee. Nee, 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 ja, ist nicht so schlimm. Gut. Hacken. Dingens. Wunderschön. Prima. Super. Klasse. Hingelegt. Schlafen. Bong. Das kriegen wir schon hin. Ich weiß nicht, sagen wir Bäume unten erstmal noch nicht. Erstmal die Wege erkunden. Ich suche unbedingt so eine Burg. Ach, geht auch weg. Ja. Schwupp. Ah, ist auch wieder repariert. Normalerweise, man kam oft immer seitlich an. Ja? Das scheint repariert zu sein. So, machen wir hier noch die Treppe ein bisschen mehr. Bisschen alles. So. Folgendes unten nochmal eben ein paar Kisten hinstellen. Wir haben noch Kisten mitgebracht, dann stellen wir uns die mal eben hier hin. Vielleicht da in die Ecke, das ist gut. So, dann können wir da auch ein paar wichtige Sachen einfach mal hier lassen. Und uns dann hinterher nochmal. Na, guck mal, Erde hätte ich noch ein bisschen gebrauchen können, ne?
Nehmen wir das mal alles mit ruhig. Das Holz, das kann jetzt erstmal hier bleiben. Auch noch ein bisschen von dem kann hier bleiben. Ja. Genau. Ich werde beschossen. Mist. Das ist nicht gut. Pass auf, wo komme ich raus? Wie komme ich raus? Da muss ich hier dringend. Ja, hallo. Aua. Eine kleine Verstärkung reinbauen, ja, damit ich hier nicht sofort dann irgendwie immer erschossen werde. So. Hehehehe. Ja, Koppelstein, das ist wichtig. Der hält nämlich einiges ab. Also für Nether ist der ideal. So, ist das schon ganz gut. Bin ich ja schon halbwegs geschützt hier. Mache ich nämlich auch mal noch eine Fackel dran. Okay. Blödes Viech, jetzt hat mich das auf den Kicker und ich krieg die nie so gut. Ich kann nicht so gut. Ich komme mit denen überhaupt nicht klar. Also. Da kommt doch was geflogen, auf jeden Fall. Hab ich doch gesehen. Bin getroffen? Nee, ne? Haha! Cool. Ah, ideal. Das war gut. Ich habe den einfach den Feuerball zurückgeschossen. Hätte ich mir jetzt selber gar nicht zugetraut. So, hier mal die ganzen Feuerquellen auch weggemacht. So. Ach, da kommt schon der Nächste. Das ist aber blöd jetzt. Hallo, hör mal auf damit. Du machst mir meine Treppe sonst kaputt. Ich hab ihn aber erwischt. Ich hab ihn aber erwischt. So, jetzt ist aber gut. Jetzt buddel ich mir nämlich hier einen Gang rein. Feuer ist mal weg. Ah, aua. Hier kommt jetzt ein Gang rein. So, dass ich da durchkomme, durch den Berg. Da brauche ich erstmal so ganz billig. Ich erschrecke mich immer bei diesem Geräusch, immer noch, also. Mal gucken, wo ich bin, ne? Uah. Aber hier kann man auch schon mal ein bisschen um die Ecke gucken, aber hier ist wirklich überhaupt nichts mal irgendwie. Da unten geht's noch lange, aber ich brauche doch dringend jetzt ein. So eine Burg, Mensch. Mach mich doch nicht schwach. Leute. Ja, das geht wenigstens mal hier in einem guten Tempo, ne? So, mit der billigen Hacke. Die dann gleich schon wieder hin ist. Ja, sind wir denn bald mal da? Einfach schnurstracks mal geradeaus, hier, egal was kommt. Ja, angenehmes Geräusch. Klingt nach viel Arbeit. Boah, geschafft. Jetzt, ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt, ne? Aber gut, jetzt sind wir. Wenigstens mal am anderen Ende. Sehr geil, sehr geil. Aufpassen, aber auch mal irgendwie eine Fackel hinhängen. Dann sieht man das auch immer, wo man hin muss.
Die rufen immer Help me oder so, ne? Ich finde immer Help me! Tja, immer noch kein Dungeon zu sehen. Da hinten ist der Kerl. Ah, geht aber da noch gut, weil wo kommen wir weiter da hinten langlaufen? Naja, holen wir uns wenigstens schon mal ganze Glowstone da raus. Ist auch schon mal was. Hat der mich schon? Ja, kriegt mich schon. Zerbombt mich dann gleich. Ah, ja, okay. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Hier weiterlaufen oder nicht weiterlaufen? Das ist hier die Frage. Ich könnte hier mal abknallen. Wieso konnte ich hier oben langlaufen? Das ist ja lustig. Oh, er ist in die Lava gefallen. Der Arme. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Aua, aua, aua. Aua, aua, nein. Jetzt brenne ich auch noch. Oh nee, komm bitte nicht. Komm bitte nicht. Komm bitte nicht. Oh. Blöd, ne? Ich habe gedacht, den hätte ich gekriegt. Und der wäre hin. Und ich hätte meine Ruhe, aber das war dann irgendwie, ja, das Gegenteil war der Fall. Mal hier ganz Zeug wegmachen da. Habe ich überhaupt noch Pfeile? Ich glaube, ich habe gar keine Pfeile mehr. Auf jeden Fall interessant, da könnte man dann vielleicht da unten auch nochmal irgendwie lang. Da ist Soul Sand ganz viel. Kann man noch da unten und um die Ecke gucken, gut. Ich glaube, den habe ich erstmal so weit abgelenkt. Und das hier mal ausmachen. Laufe ich da wieder rein. Es ist immer spannend im Nether. Oh, es ist immer spannend. Hoppla. Gut, hier muss ich mal ein bisschen weiter graben mit dem... Verdammt. Aua, 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 aua. Ach du meine Güte. Das war jetzt aber nichts, ne? Ja, Leute, es bleibt spannend, ihr merkt das schon. Ich bin auch völlig so drin. Ich finde das jetzt richtig, richtig interessant hier. Oh, oh, da ist er ja schon direkt. Meine Güte. Hallo. Mal ein bisschen anpirschen. Wo bist du denn, du? Bist du denn? Komm mal her. Ah, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Nein, bitte, 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 bitte. Komm, lass mich das schaffen, okay? Ja, ein schönes Ende. Ein schöneres Ende kann man sich gar nicht wünschen. Nach so einer Abenteuerfolge im Nether. Beim nächsten Mal werde ich dann wieder zurückkehren. Ich lasse mich doch nicht unterkriegen, ne? Jetzt, wo ich doch gerade mal so ein bisschen warm gekämpft bin. Also, bis dann.